Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium Number 5. Es geht an Nummer 5. Es geht an, und da sehe ich schon viele schöne Gift-Pokémon, die anfällig sind. Ich wollte gerade schon auf Glurak trinken auch. Ja, das könnte man auch meinen. Du kommst auf jeden Fall auch mit. Und wer kommt noch mit? Ach, Yugong als Allrounder hier. Der hat da auch ein paar Spezielle dabei. Ja gut, das Goldini kommt mir gar nicht entgegen. Ach, da fällt mir wieder ein, der Hornbohrer. Ich erinnere mich dann, was. So ein nerviger Hornbohrer. Ah, oh, das war gar nicht gut. Die wird nicht reichen. Doch, sie wird reichen. Für das arme Goldini. Wir rocken hier den Pokéball Cup. Und das spricht wörtlich. Jo, sehe ich genauso. Oh, ein Vulpix. Gut, Feuer. Das ist unsere Schwäche. Trotzdem bleibe ich dabei. Ja, du bist es abknutschen, Rosana. Wir wissen es doch mittlerweile. Du liebst jedes Pokémon. Außer mich. Das kommt mir auch noch entgegen jetzt, wenn ich einen Flammenwurf abkassiere. Ich kriege einen Konfuschstrahl nur ab. Hast du so eine scheiß Verwirrtaktik oder was? Indem du mir jetzt noch die Verteidigung runterdrehen willst. Angeberei gibt's ja hier noch nicht. Aber es greift an. Sehr schön. 50-50 Chance im Übrigen. Wirft quasi eine Münze. Dann wisst ihr, ob ihr angreift oder nicht. Das arme Vulpix. Ja, der hat ja auch nicht viel. Wir haben ja nur mit 3 versus 3 kämpfen. Und da kommt ein Tentacha. Och, Tentoxa, hört mir bloß auf, ey. Ich habe auch hier nach dem Tentoxa geguckt. Nach deren Werte. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, der kommt nicht mehr hinterher, ja, mit kompensieren, der gute. Oh, für den Tentacha reicht das, okay. Von den Toxer hat das nicht gereicht. Und sind die Pokémon in der Arena-Leiterburg ein bisschen stärker? Oder liegt das nur am Pokéball hier? Pokéball Cup. Dass wir hier alles durchwalken. Mit den Leih-Pokémon. Das nächste Perfect. Ja gut. Wenn ich hier mit 8 Perfects durchrenne oder durchmarschiere, wäre das auch nicht schlecht. Hätte ich auch kein Problem mit. So ist es nicht. Der Dompteur. Dompteur der Hölle, oder wie? Nö, nicht wirklich. Da kommt mir Wasser sehr gut entgegen. Irgendwie kriegt der Glurak keinen Auftritt. Aber ich hab... Doch, der kriegt seinen Auftritt. Achso, Erdbeben. Das wäre Blitzer. Kann ich auch noch mitnehmen. Auch wenn da 2 Boden-Pokémon dabei sind. Nein, er schwattert zum Fliegen. Genau. Er hat kein Erdbeben. Das hat nur meins. Aber ich gehe davon aus, dass mein Yugong hier das Ganze managen wird, meistern wird und durchwocken wird. Von daher denke ich mir, dass ich anderen beiden gar nicht brauchen werde. Kommt da schon langsam Überheblichkeit rüber? Ja, aber wenn ich das jetzt auch noch geschenkt bekomme hier mit Volltreffern, dann ist es schon wirklich ein halber Sieg hier. Aber ich glaube nicht mal, dass der Volltreffer nötig war. Oh, ein Shigi. Oh Gott, das hat eine hohe Verteidigung. Dann nehme ich halt auch lieber den Surfer, obwohl... Ich hoffe, es wäre vielleicht doch ein bisschen intelligenter gewesen. Das wollen wir mal schauen, was wäre stärker. Oh ja. Okay. Du gräbst dich in den Boden. Pass auf, ich habe eine Strategie, wie Glurak das Ding gerocken kann. Weil mit Glurak wird er nicht treffen. Der Trainer wechselt das Pokémon. Und selbst wenn er gleich eine Wasserattacke kommt, ich gehe in die Luft. Ganz clever, also das ist ein Matchup, was könnte Glurak sogar gewinnen. Was passiert jetzt? Oh, leider ging die Attacke daneben. Jetzt fliege ich hoch. Jetzt werde ich hochfliegen, weil ich bin auf jeden Fall schneller als das Shigi. Direkt in den Himmel empor. Ist das ein Surfer oder eine... Ja, genau. Und die Welle kommt nicht so hoch, weil Glurak einfach immer höher fliegt. Das macht durchaus Sinn. Jetzt muss man den Fliegen halt nur treffen, dann habe ich das Matchup gewonnen.
Mal gucken, ob das aufgeht hier, meine Rechnung. So sieht es aus. Nein, geht nicht. Oh Gott, die geht nicht auf. Okay. Scheiße. Verdammt. Wegen der Verteidigung. Meine Schiggis. Oh, hast du gut weggesteckt, ey. Der Kampf wird immer intensiver. Dann nehmen wir den Feuerwirbel halt. Der sollte reichen. Was geht ab? Wap. Wap. Ja, ein Treffer, der reicht auch. Und das, das war klar, dass das Shiggy das nicht überlebt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Auch wenn es zu viel KP waren, ja. Man hätte auch überlegen können, ob der das schafft. Klingfrei für Fukano. Ein Fukano? Wundi. Du kriegst Flugattacken ab. Natürlich die Frage, ob der Schaufler kann. Dann habe ich ein Problem. Wenn der, oh gut, der Schaufler wird er hier nicht einsetzen. Alles klar. Warum setzt du Schaufler ein? Hast du keine andere Attacke oder wie? Ja, super, super Angriff. Aua, wo ist mein Glurak eigentlich schreien? Jetzt trickst sich den mal so ein bisschen aus. Indem ich erstmal Schwertanz mache. Dadurch wird Fliegen nochmal doppelt so stark. Und der setzt Biss ein. Willst du mich jetzt verarschen? Und noch ein Quit. Boah, shit, ey. Was soll jetzt? Weiß der Computer, dass ich Fliegen drücke eigentlich? Das wäre unfair hier. Nee, es kommt noch mal der Biss. Er hat geschnallt, dass er mit Stoff noch nicht weiterkommt. Genau, du bist auch bissig, ey. Du bist auch bissig. Das hat mir deine Ehefrau gesagt. Du bist auch bissig. Weißt du das eigentlich? Du bist richtig bissig. Du musst immer deinen Biss durchkriegen. Mit Step reicherst du gar natürlich. Oh, das ist der assarme Hündlein. Aber gerade so ein Durchmarsch, Glurak, ne? Also der Biss hätte auch deutlich mehr abziehen können von Fukano. Ein Knapp ist perfekt. Aber gewonnen ist gewonnen und ist nicht zerronnen. Nice, der Sumpforden. Damit geht's weiter. Kampf Nummer 7. Das Halbfinale geht an ein Psycho. Aber er hat keine Psycho-Pokémon. Obwohl doch 3. Hier kommt mir sogar Sichlo entgegen. Genauso wie Blitzer und Yugong. Warum Yugong, wenn es einige sagen? Das ist das Halbfinale. Wegen einer. Um das auszustollen. Niemand möchte jetzt noch verlieren. Oh, ein Owei. Möchtest du einen Flügelschlag oder einen Schlitzer? Such's dir aus. Ich bin für den Flügelschlag. Ah ja, mit dem Flügelschlag, das wird's, glaube ich, einmal überleben. Oh ja. Und zwar noch relativ gut. Ekelsam wirkt auf Käfer eigentlich? Okay. Ja gut, das ist eine Pflanzenattacke. Auf Pflanzen-Pokémon wirkt es halt nicht. Das ist mir durchaus bewusst. Dann machen wir jetzt mal den Schlitzer. Ob der mehr abzieht, weil das war ja, das wäre nicht mal ein Two-Hit. Was geht ab? Mitten ins Schwarze. Der ist aber gefühlt stärker als der Flügelschlag. Eine Eierbombe. Ja, die Eier können gleich kommen. Da müsste ich noch Eier rufen. Ein guter Treffer. Mit was sind die eigentlich geladen? Die Eier? Ich hoffe, dass das nicht faule Eier sind. Könnten sie aber auch gut durchaus sein. Faule Eier. Werden auf den Sichler geschmissen. Hier, nimm den Flügelschlag. Ist der Flügelschlag wirklich schwächer? Schlitzer 70, 140. Flügelschlag 60 mit Step 90, sehr effektiv 180. Der müsste stärker sein. Ja, Fleckmon schafft meine Runde. Fleckmon. Okay, schläft. Mach mal einen Schlitzer drauf. Weg ist mal. Okay. Der macht aber hier gute Two-Hits. 77. Da kommt die Psychokinese. Der Spezialwert ist mir in dem Sinne natürlich ein bisschen egal. Ob der Schlitzer reicht? 81 wäre die 11, dann sollte es reichen, aber gerade so. Ja, reicht auch. Ist das das Ende?
Auch mit Ekelsamen hat das gereicht. Boah, durchatmen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Aber Psycho das wirklich durchmanagt hier, die drei Pokémon, das bezweifle ich. Da kommt das Porenta mit Flugabwehr und noch eine weitere Schwäche gerade geerbt. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Aber trotzdem sich läuft schneller als die als das Lauschgang Pokémon Porenta. Das war ein Wunderpunkt. Das wird's überleben, oder? Ich bin gar gewundert, ey. Ja, was kommt da? Auch der Schlitzer, okay. Ein Schlitzer-Duell hier. Das war die Achillesferse. Aber sowas von. Es hat sich Quarker geschlagen. Ja gut, wer möchte ein gegrilltes Porenta, der kann es mal gerne in die Kommentare schreiben. Denn das grillen wir. Einfrieren möchte ich es nicht, ich möchte es grillen. Mit schöner Elektrizität, gefüllte Ente. Wer will eine Ente? Wer will eine Ente? Zu Weihnachten gibt es bei mir wieder eine Ente. Na? Ich mache mal kurz mein Weihnachtsessen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Ente darstellt. Ja, es soll eine Ente darstellen. Ja, mit der Schlange, oder? Sporent eine Ente? Wie dem auch sei, ist wurscht. Das ist auf dem Grill, es kommt in den Ofen und dann wird's gegessen. Ich hab den gar nicht mal in Sichlor geschlagen. Ein Psycho-Pokémon-Trainer besiegt ein Sichlor. Was ja ein Käfer-Pokémon ist. Dann wollen wir mal uns den Erdorden krallen. Bestimmt der Stärkste hier, der Greix. Der, ja. Oh, interessantes Matchup. Das Tito gefällt mir gar nicht. Okay. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Okay, ich sehe gerade ein Problem-Pokémon. Und dich nehme ich mit. Also, ihr könnt mal in den Kommentaren denken, oder ihr könnt mal schreiben. Ihr könnt euch bedenken und schreiben, was ich genommen habe. Gut, das erste seht ihr ja natürlich schon. Jawohl, gutes Matchup. Der Turmkick ist ja die Spezialattacke von Kickli. Und die werden wir uns jetzt mal zu Herzen nehmen. Los, Kickli. Sag mal, was du damit kannst. Turmkick. Blitzstart. Jo, würde ich genauso sagen. In der ersten Runde auf Porygon! Es gab eine Folge, kam ein Porygon vor, aber das kam nie nach Deutschland. Welch furioser Blitzstart! Klingfrei für warum Europe? Das ist genauso anfällig. Auf mein Turmkick. Warum eigentlich Turm? Weil der immer von oben schlagen muss. Pass auf, guck genau hin, von oben. Ist das kein Wasser-Pokémon? Hä? Ist überhaupt nur ein Wasser-Pokémon, kein Eis-Pokémon? Okay. Ein böser Treffer. Naja. Kickli ist nur kurz benommen. Oh gut, es reicht der Geowurf. Wir haben ja hier Level 50er Pokémon. Da reicht der Geowurf. Los! Nimm es! Pack es! Und schmeiß es. Ein guter Treffer. Und das war's. Jo, das war's. Für das Europe. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein Eis-Pokémon. Ich dachte, Europe und Yugong sind beides Wasser-Eis-Pokémon, weil das wäre sehr effektiv gewesen. Das könnte ein Problem-Pokémon werden. Eigentlich nicht. Der Turmkick. Ja, Metronom und der Eisattacke werden mir zwar ein bisschen lieber. Aber das tut auch weh. Und wie weh das tut. Ich bin eine Stange, ich bin steif, ich muss umfallen. Gratulation, wir haben einen neuen. Bis auf den Psycho habe ich hier nur Continuous gesammelt. Das finde ich nice. Und vor allem, es hat genau eine halbe Stunde gedauert. Gewonnen. Und dann haben wir den Erdorden komplett. Ach, schön. Und damit haben wir die Pokéball. Im Pokémon Cup. Boah, zweimal Pokéball drin. Den haben wir geschafft. Weil zweimal Poké drin, ja. Den haben wir hier souverän gemeistert. Und beim nächsten Mal knüpfen wir uns zwar dann den Superball-Pokal vor.
Oh mein Gott, oder besser gesagt, das Turnier. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's play Pokémon Stadium.